Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben hier eine Bibelausgabe vor uns, Elberfelder CSV, Leinenausgabe, Leinenstoff. Das haben wir in letzter Zeit häufiger jetzt schon mal gehabt. Ich denke da bloß an die kleinere Leinenausgabe. Das ist diese hier. Kleinere Leinenausgabe, Elberfelder CSV, im Ocker-Look. Ist auch eine sehr, sehr schöne. Eben nicht mit Schreibrand. Gut, gucken wir mal rein. Die Abmaße sind ja natürlich recht groß, was für eine Schreibrandausgabe auch wichtig ist. Fast 25 cm und hier 17 cm. Also die fällt schon auf im Buchregal, wenn ihr euch diese große hineinstellt. Und wir blättern einfach mal die ersten Seiten. Sehen wir hier schon, Fadenheftung. Große weiße Seiten am Anfang, falls ihr euch was notieren wollt. Elberfelder Übersetzung CSV Hückeswagen. Zweite Auflage 2022. Also wirklich druckfrisch. Textstand 07. Wir gucken mal in diese rein. Das müsste auch Textstand 07 sein. Genau. Einige Lederausgaben haben 06. Hier ist Textstand 07. Also, klar, das Vorwort, auch das Vorwort hat schon den eingerückten Platz als Schreibrand. Das sieht man schon. Dann habt ihr das Inhaltsverzeichnis vom AT mit den jeweiligen Abkürzungen der Bücher und das NT mit den Worterklärungen und dem Anhang. Und dann geht das auch schon los, ohne groß Schnickschnack. Ihr seht, dass hier ist der Bibeltext mit den Erklärungen. Das heißt, die haben den normalen Text einfach, sagen wir mal, herausgezoomt. Das ist dieser hier. Und in einen Schreibrand gedrückt. Das seht man hier. Das sind die Abmaße der kleinen Ausgabe. Und haben den jetzt gar nicht verändert, sondern ihn auf ein großes Stück Papier gedruckt, damit ihr Platz habt, wenn ihr noch Ergänzung habt oder Deutung oder diese noch ranzuschreiben. Das sind hier unten 5 cm und am Rand 2,5, fast auch 2,5 cm. Links und rechts ist manchmal schwierig, sich dort zu den Versen etwas zu notieren. Ich kenne das von meiner Schreibrandausgabe. Oben und unten ist immer cool, aber am Rand kannst du nicht viel schreiben. Ich empfehle da einen 0,05er Feinliner, der nicht zu sehr durchdrückt. Das Papier ist aber sehr, sehr, für eine Bibelausgabe, sehr dick, sehr stabil. Das auf jeden Fall. Also da könnt ihr auch schon mit einem 0,05er 0,05er Fineliner schreiben. Da gibt es nicht sehr viele online, aber bei dem Online-Händler des Vertrauens findet ihr da sofort Stifte für. Auch mit dem Textmarker funktioniert das auch sehr gut. Es druckt nicht durch. Ihr habt hier bei dieser Schreibrandausgabe recht viel Platz, aber wie gesagt, an den Seiten, da kann man nicht allzu viel schreiben. Ja. Ihr habt ein Lesebändchen, das ist dieses Weinrote. Zwei wären jetzt auch nicht schlecht, aber eins muss ja mindestens sein. Ihr habt den zweispaltigen Look, die Versnummern immer am Rand. Ihr habt keine Parallelstellen. Keine. Für die, die das von Interesse haben, kann eine Parallelstelle schon sehr, sehr wichtig sein. Gerade im NT habt ihr oft gerne Parallelstellen, wo ein Verweis ist auf das AT. Das ist schon hilfreich. Und ihr habt auf jeden Fall Informationen über abweichende Verszählung. Wie zum Beispiel hier. 5,1,19 ist hier 5,2,20 und 6,11. 6,12 wäre 6,11. Diese Informationen habt ihr dran, aber keine Parallelstellen. Ich bin ein Freund von Parallelstellen. Aber die habt ihr hier nicht.
Sollte euch vorher gesagt sein. In der Anlage, wir gucken mal nach hinten, habt ihr das übliche Mitgebsel von Worterklärung, klar. Zahlen, Daten, Fakten. Dann einmal eine Gesamtübersicht von abweichender Verszählung. Die Verszählung dieser Bibelausgabe ist der gängigen Zählung der heutigen Bibeln und dem hebräischen Grundtext angepasst worden. Dadurch ergeben sich an wenigen Stellen Unterschiede. Alt-Neu. Tabellen zur alttestamentlichen Geschichte. Nach dem Exil, Propheten Israels. Und dann die farbigen Karten in Großdruck. Also, allen im allen eine schöne Schreibrandausgabe in der Elberfelder CSV-Version. Wir hatten diese auch schon mal im Rindsleder. Vielleicht kann sich der ein oder andere daran erinnern. Elberfelder CSV-Schreibausgabe in Rindsleder. Vielen Dank.